Hallo, ja, ich bin's, Elli, und ich saß vorhin auf der Couch, das ist jetzt so aufgeräumt, wie es jetzt gerade ist, und da kam mir doch der Einfall, vielleicht einmal mitzudrehen, denn ich fliege morgen in den Urlaub. Yay. Hey, 3 Wochen nach Kefalonia. Das ist eine süße kleine, na klein weiß ich nicht, aber es ist eine griechische Insel und ich bin sehr gespannt, wie es werden wird, ob es gut werden wird oder nicht. Ich war da noch nie, aber fingers crossed. Ja, und ich war jetzt so die letzte Woche so ein bisschen angeschossen, aber was mich wirklich total motiviert hat, schnell wieder fit zu werden, ist einfach dieser Urlaub und vor allem, dass ich ganz viele YouTube-Videos drehen wollte. Ich habe mir dafür extra eine GoPro, ja, ein bisschen Equipment gekauft. Das habe ich mir im letzten Jahr schon geschworen. Nächster Urlaub wird, muss eine GoPro ran und ich bin so gespannt, das Schätzchen jetzt auch mal in Aktion kommen zu lassen und tolle Videos zu drehen. Und jetzt startet es. Ich zeige euch mal, was ich alles mitnehme. Ja, das ist jetzt hier mein Koffer und ich habe versucht, nicht so viel mitzunehmen. Aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall heikel. Ich habe irgendwann auch mal so eine Waage gekauft, eine Kofferwaage gekauft. Und man darf ja mittlerweile nur noch 20 Kilo mitnehmen. Und ich war auch knapp dabei. Jetzt als ich auf Samos war, hatte ich zurück 20,3. Und hat sie gesagt, ja komm, ist egal. Aber eine neben mir, die hatte auch wirklich viel Übergewicht. Die hatte, glaube ich, 3 oder 4 Kilo oder so. Und die meinte so, ich musste 60 Euro dafür bezahlen. Ich sag so, ja, ich habe aber auch schon für 1 Kilo 100 Euro bezahlt. Also das ist schon teuer. Ne? Je nachdem, die Flug jetzt pauschal, das ist offensichtlich nicht so teuer. Aber wenn man nur den Flug bucht, wird es richtig teuer, das Übergewicht. Naja, auf jeden Fall mit diesem ganzen Chaos am Düsseldorfer Flughafen habe ich mich umentschieden. Ich habe, als ich auf Samos war und zurückgeflogen bin, habe ich ein Pärchen kennengelernt. Und ich glaube ja wirklich, man lernt ja Menschen nicht nur aus Zufall kennen, sondern jede Bekanntschaft hat irgendwie auch einen tieferen Sinn. Und habe mir dieses Pärchen erzählt. Sie hat halt irgendwie gesehen, okay, beim Check-in, sie hatte das auch gehört, oh, Chaos am Flughafen. Und dann meinte sie, dann habe ich gesehen, die Option Business Class, dass man upgraden kann. Und dann hat sie abgegradet. Und mit dem Upgrade hat man ja ein Priority Check-in, Priority Security Lane, Priority Boarding. Gepäck kommt als erstes hin raus und man hat 30 Kilo. 30 Kilo Gepäck. Und ja, mein Plan war eigentlich, heute ein Early-Check-In zu machen. Die Condor bietet es an, dass man auch kostenlos, vor allem am Wochenende, sonst kostet es 25 Euro, wenn man einen Tag vorher abends eincheckt, zwischen 18 und 20 Uhr, sodass man sich morgen einfach nur noch in die Sicherheit gestellt hätte. Aber ey, ganz ehrlich, mich verfolgt einfach dieser Hinflug und dieses Chaos, das verunsichert mich so sehr. Oh. Mich macht das einfach irre. Deswegen habe ich mich heute wunderschön in die Business Class eingebucht und habe jetzt 30 Kilo. Kann also wirklich, gib ihm alles mitnehmen, worauf ich Bock habe. Die Matte ist jetzt auch wieder, ich hatte erstmal die Sportmatte hatte ich eingepackt und habe ich so wieder rausgepackt, weil ich irgendwie 19,6 hatte und ja, habe ein paar Sachen gesagt, komm, ich trenne mich noch von ein paar Sachen. Naja, und jetzt werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen dazukommen, denn ich habe ja ein bisschen Luft nach oben. So, ja, also diesmal reise ich mit meinem geliebten Koffer und da habe ich also alles Mögliche drin, also wie gesagt, Sportsachen, Sportschuhe habe ich jetzt hier mit drin. Dann, das sind jetzt nur Sportsachen, die kann man ja auch waschen. Naja, Nagelzeug, ist ja Schellack, ich mache das ja immer selber. Naja, hier ist mein Stativ wieder drin und alles Mögliche. Aber ich werde auch nochmal schauen, vielleicht packe ich noch was ein. Dann werde ich heute zum ersten Mal mit meinem Köfferchen fliegen, weil man hat ja irgendwie 8 Kilo. Und sonst habe ich immer 1000 Sachen noch dabei mit meinem FitX-Köfferchen. Diesmal nehme ich den mit und dann nur noch die Tasche. Ja, und hier habe ich halt so Sachen, ich werde hier noch Unterwäsche reintun und so, also alles, was man so braucht, auch vielleicht noch mal am ersten Tag. Ja, Schuhe, aber hier ist vor allem halt auch das ganze Equipment, was für mich nicht in den Koffer kommt. Vor allen Dingen halt die GoPro, das ist jetzt der Monitor. Dann, ja, das ist halt zum Überspielen.
Das ist das ganze Equipment, der Floaty und so. Dann habe ich hier noch ein paar Bikinis drin. Ich habe ganz tolle neue Bikinis. Als ich auf Samos war, hatte ich ein Bikini dabei, den hatte ich im letzten Jahr mir neu gekauft, also mit meiner neuen Körbchengröße. Und dann hatte ich irgendwie noch 3-4 alte Bikinis dabei. Und ich habe wirklich irgendwann so einen Rappel bekommen. Musste auch eine Freundin anrufen. Ich habe mich so unwohl in meiner Haut gefühlt. Und das hat natürlich einfach auch mit zu kleinen Sachen zu tun. Deswegen, wenn man in der Genesung ist von einer Essstörung und dann zu kleine Klamotten anhat, und es lässt sich wirklich auch ausweiten auf zu kleine Bikinis, ist das wirklich echt gefährlich. Ich habe noch vor Ort ein Bikini hochgeladen und habe den verkauft. Dann habe ich die anderen beiden habe ich auch hochgeladen, habe ich auch verkauft. Und bei mir war es immer schon so, dass bei mir wirklich immer erstmal die Brust wächst und auch das erste, was weggeht, ist die Brust. Deswegen war es für mich immer früher ganz wichtig, so dünn zu sein, weil ich immer eine kleine Brust haben wollte. Ob die jetzt gehangen hat oder nicht, das war mir egal, aber Hauptsache klein. Und ja, das ist halt nicht mein Körper. Naja. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall 3 neue Bikinis gekauft, die ich super finde. Dann habe ich noch diese süßen Schuhe. Ich habe mich halt für Pink entschieden. Die finde ich auch total süß. Dann habe ich halt da noch Bänder mit drin. Und vielleicht nehme ich hiervon noch was mit. Ich schau mal. Genau. Jo. Ansonsten bin ich sehr aufgeregt. Es geht. Aber ich bin halt noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich vielleicht doch heute Abend noch hinfahre und das Gepäck aufgebe oder einfach um 2 Uhr fahre, sodass ich um 2:30 da bin. Mein Flieger geht um 6:10. Das sollte dann eigentlich reichen, wenn man auch Business Class gebucht hat. Ich hoffe es. Und weil die Fahrerei bis zum Flughafen, also wenn ich jetzt nicht die Bahn nehme, dann kostet halt Geld alles nochmal, ne? Zusätzlich hin und her fahren, bin ich auch wieder 30 Euro los. Dafür brauche ich mich dann auch nicht in Business Class einzubuchen. No. Naja, also ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie auf Kefalonia und habe aber nur gehört, dass es schön sein soll. Ich möchte mir auf jeden Fall zwischendurch auch mal ein Auto mieten und mal andere Strände abfahren, mal in die Hauptstadt gehen. Und ja, freue mich sehr. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich war noch nie 3 Wochen weg. Ja, außer, glaube ich, als ich jung war mit meiner Mutter früher in der Türkei. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, 3 Wochen alleine auf Kefalonia. Ob ich mein Sportprogramm durchziehen werde oder nicht, wir werden es erleben. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns später.